Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich hier an einem ganz besonderen Ort. Ich bin hier im tiefsten Sauerland. Hinter mir seht ihr es, es ist ein Batteriespeicher aus alten Elektroautos. Und davon gibt es noch ein paar mehr, nämlich insgesamt 4500. Und welches Unternehmen dahinter steht und was das Ganze mit Laden von euren E-Autos zu tun hat, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Und am Ende sage ich euch auch noch, wie ihr beim Laden zu Hause Geld zurückbekommen könnt. Das wird also mega spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Neben mir ist Markus Fendt von The Mobility House. Du bist einer der Geschäftsführer. Sag mal, wir stehen jetzt hier vor einem Container. Da sind ganz viele Akkus drin, und zwar gebrauchte Akkus von E-Autos. Was sehen wir hier genau? Wir sehen hier einen Teil der Vision von Mobility House mit Elektroautobatterien, systemdienlich dem Energienetz dienen, mehr erneuerbare Energien zu schaffen und das Elektroautofahren günstiger zu machen. Hier sind jetzt gebrauchte E-Autobatterien drin von Renault, also von der Zoe. Genau. Wie viel sind da drin? Hier sind in Summe 48 Renault Zoe Batterien drin. Das sind ungefähr 1 Megawatt. Das sind gebrauchte Batterien, die sind schon im Auto gefahren. Teilweise auch neue, je nachdem, wie wir das mit dem Renault vereinbart haben. Oben drüber sind die Inverter. Die kannst du sehr schnell und flexibel dahin transportieren, wo du sie brauchst, und auch mal verändern über die Zeit und müssen nicht, wie wir es nachher sehen werden, dauerhaft in dem Gebäude bleiben. Das heißt, der ganze Aufbau ist auch total einfach. Einfach den Container hinstellen und du hast 1 Megawatt Leistung. Du kannst die Akkus mit dem Gabelstapler rein- und rausfahren, falls die mal getauscht werden müssen. Genau, so einfach ist das. Gestell, ja. Steht beim Händler. Der Händler legt die Batterien quasi in dieses Gestell. Immer dann, wenn das Gestell voll ist, wird ja immer versorgt mit Ersatzteilen, werden diese Batterien vom Händler in ein Hauptlager gefahren. Dort werden sie dann verkabelt, in diesen Container reingepackt, und zack, habe ich wieder 1 Megawatt, was ich irgendwo noch für weitere 10, 15 Jahre benutzen kann. Genau, und die Vision von The Mobility House ist ja eine ziemlich große Vision. Angefangen habt ihr ja eigentlich als Anbieter von Ladelösungen, und jetzt habt ihr eine Vision, die da lautet, ihr wollt im Prinzip dem Elektroautofahrer es ermöglichen, kostenlos erneuerbare Energien zu laden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also Vision Zero sozusagen. Eigentlich war das Thema Integration von Elektroautos schon von Anfang an die Vision von Mobility House. Und nur wir waren da sehr früh 2009 dran, und unserem Gründer Thomas Raffainer wurde mal von einem Marktteilnehmer gesagt, Herr Raffainer, wenn Sie Vision haben, gehen Sie zum Arzt. Und von daher haben wir verschiedene Dinge gemacht, bis wir hier gelandet sind, beziehungsweise auch bei unserem gerade gelaunchten Produkt Eyond, wo wir beginnen, Elektroautobatterien, Elektroautos in den Energiemarkt tatsächlich aktiv zu integrieren und eine erneuerbare Energiewelt zu schaffen. Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal bleiben wir hier bei den Akkuspeichern. Wir sind ja hier in einem Speicherkraftwerk. Da ist ja nicht nur dieser Container mit 1 Megawattstunde, sondern in dieser alten Halle da hinten, da gehen wir gleich rein, ist nur ein bisschen laut, deswegen stehen wir erstmal hier draußen. Da steht ja noch viel mehr, gucken wir uns gleich an. Aber wo sind wir hier eigentlich? Was ist das hier für ein Standort? Ja, du wirst sicherlich mal ein Footage machen. Das ist ein Kraftwerkstandort von 1912, ein altes Steinkohlekraftwerk, was dann in den 70ern nochmal refurbished wurde und zwei große Turbinen bekommen hat, a 450 Megawatt. Von daher schon ein großes Kraftwerk hier gewesen in Werdohl, Elverlingsen. Hier wurde aus dem Hafen Duisburg immer die Steinkohle hertransportiert. Und wir haben hier ein Netzfeld, was zur Nord-Süd-Trasse in Deutschland gehört, was sehr gut ist, weil das Kraftwerk ist stillgelegt und wir hatten sehr viel Netzanschluss günstig zur Verfügung, und darum haben wir den Batteriespeicher hier gebaut. Das heißt, das hier ist jetzt eine echte Transformation von einem alten historischen Kohlekraftwerkstandort hin zu erneuerbaren Energien. Wobei die Energie, die hier reinspeichert, die ist ja nicht zwingend erneuerbar, die ist ja aus dem Netz. Das ist ja ein Pufferspeicher, oder? Vollkommen richtig. Also immer ein schöneres Bild der Transformation gibt es nicht. Das alte Kraftwerk hier drüben, ja. Ja, auch noch nicht mal etablierte, aber jetzt beginnendes zarte Pflänzchen der neuen Technologie hier. Was machen wir hier an diesem Standort? Wir machen primär Regelenergie. Primär Regelenergie stabilisiert das deutsche Stromnetz, dass die 50 Hertz, das Angebot und Nachfrage innerhalb von Millisekunden ausgeglichen werden. Das heißt, das machen normalerweise Kraftwerke, sehr, sehr flexible Kraftwerke, also meistens
Kohle- oder Gaskraftwerke. Und wir haben hier gezeigt, dass es auch Batterien können. Nur um dir auch nochmal einen Wert zu sagen, pro Batterie und Jahr, also Fahrzeugbatterie, die hier drin ist, durchschnittlich über alle unsere Batterien haben wir im Jahr 2021 1500 Euro verdient, letztes Jahr sogar 2500 Euro. Man muss aber sagen, das letzte Jahr war auch vom Energiemarkt her sehr crazy. Es gab sehr, sehr viele Abweichungen. Der Batteriespeicher hatte viel zu tun. Von daher war das ein extrem hoher Wert. Aber die Vision Zero Zero, die Mobility House hat, dass wir ohne Emissionen fahren und laden, also weil wir nur grünen Strom laden und auch ohne Kosten das Laden hinbekommen, kann man sich überlegen, wenn man 1500 Euro mit so einer Batterie verdient, dass das möglich ist. Wir haben ja nicht nur diese 48 Batterien hier, wir haben nämlich auch noch eine ganze Ladung in der Halle und da gehen wir jetzt mal rein. So, Markus und ich sind jetzt hier in der Akkuspeicherhalle. Markus, was sehen wir denn hier für Akkus? Was sind das für welche? Also hier sehen wir jetzt Second Life Batterien. Also das sind Batterien, die schon in einem Fahrzeug gewesen sind. Das sind ehemalige Smart Batterien. Die sind bis zu 45.000 Kilometer schon gefahren worden von Versuchsträgern. Und dann aber konnten nicht mehr weiter verwendet werden in diesen Fahrzeugen, weil Versuchsfahrzeuge müssen leider noch verschrottet werden. Und da haben wir aufgeschrien, lieber Mercedes Smart, wenn du schon nicht V2G machst, können wir da nicht die Batterien haben, um dir zu zeigen, dass die Batterien einen sehr großen Wert im Energiesystem bringen. Das heißt, die haben so 17 Kilowattstunden, oder wie groß ist die Kapazität gewesen? Also wir nutzen jetzt so um die 17 noch. Ja. Ich glaube, anfänglich, wenn ich es richtig erinnere, hatten die 24 oder 27. Aber das Interessante war, wie wir die eingebaut haben. Und seit heute kann man fast keine Alterung feststellen. Wie viel hundert sind das jetzt davon hier oder zig? In Summe haben wir 1336 Batterien hier umgerechnet. Hier sehen wir die Second Life Batterien, so ungefähr die Hälfte, ein bisschen über der Hälfte. Und auf der anderen Seite, gehen wir gleich noch hin, sehen wir die First Life Batterien. Das heißt, wenn ein Smart einen Unfall macht, kommen diese Batterien von da drüben noch in den Smart und haben in der Zwischenzeit aber schon Geld verdient, das Ganze ohne zu altern und trotzdem dem Energiesystem was Gutes zu tun. Und wie ist das mit dem Brandschutz hier? Ich sehe hier so Leitungen, Rohre, Belüftung. Kannst du was dazu erzählen? Ja, Jens, da triffst du einmal einen wunden Punkt. Wir waren die Ersten, die 2016 angefangen haben zu sagen, ja, können wir nicht Autobatterien verwenden. Und natürlich, wenn du sowas baust, in Deutschland kannst du dir vorstellen, dass du zu allen möglichen Behörden gehen musst und auch zur Feuerwehr. Und damals hatte man noch sehr hohen Respekt vor Batterien, also sollte man auch haben. Hier ein bisschen übertrieben, also wir mussten dann auf Feuerwehrauflagen auf jede Batterie so einen Deckel bauen, wo dann der Rauch, falls die Batterie durchbrennt, Thermal Runaway nennt man das, abgesaugt werden kann, sodass hier kein Rauch ist und die Feuerwehr reingehen kann. Von daher siehst du hier sehr, sehr viele Rohre, die alle unnütz sind. Wir haben zwei Jahre später einen Speicher in Holland gebaut. Die holländische Feuerwehr war da viel entspannter und hat gesagt, ja, wir pumpen halt nahe die ganze Halle leer mit dem Rauch und dann war es das. Hier war man auch sehr, sehr vorsichtig. Inzwischen hat man da auch ganz, ganz viel dazu gelernt. Die Batterien sind ja auch alle wassergekühlt. Man braucht es fast nicht, außer für Spezialfälle. Also wenn die Batterie mal komplett leer entladen würde, ganz, ganz schnell. Aber trotzdem ist jede Batterie ja auch noch an eine Wasserleitung angeschlossen. Haben wir nicht bei allen Speichern, aber hier ist es der Fall. Super, jetzt gehen wir mal in den Raum mit den neuen Batterien. So, jetzt sind wir in der Halle mit den neuen Akkus. Also in Summe sind es hier 18 Megawatt. Mit einem Megawatt wird hier jetzt gerade geladen bzw. entladen. Und Markus, du hast gerade erzählt, das sind auch Smart-Akkus, stimmt das? Ja, das sind auch Smart-Akkus, aber das sind die Akkus, die noch ins Fahrzeug hineinkommen. Das sind quasi Ersatzteillager, also ein lebendes Ersatzteillager.
damit die Batterien überhaupt so lange halten, musst du sie so oder so zyklisieren. Und dann kannst du sie auch, wie wir es hier machen, dem Energiemarkt zur Verfügung stellen. Und mit dem richtigen Energiemarktprodukt altern sie auch nicht und verdienen gleichzeitig noch Geld. Das ist ja mega faszinierend. Also ihr habt gehört, wenn ein Akku neu ist und man ihn richtig lädt und entlädt, altert er im Prinzip nicht. Vollkommen richtig. Also man muss sich ein bisschen vorstellen, du hast kalendarische Alterung und genau. Du hast physikalische Alterung. Die physikalische Alterung hängt davon ab, was du machst. Wir beschleunigen hier nicht, wir bremsen hier nicht. Wir haben hier immer 25 Grad. Wir fahren den Akku nicht an die Ränder. Von daher betreiben wir ihn sehr schonend. Wie man hier auch schön aus der Kurve sieht, immer ein bisschen laden, ein bisschen entladen. Und darum hält er, wahrscheinlich nimmt man an, bis zu 10 Jahre in dieser Anwendung und hat immer noch so viel Kapazität, dass man ihn als Ersatzteil ins Auto geben kann. Und wie viel Gesamtkapazität hat jetzt dieser gesamte Speicher? Alle beide Hallen zusammen haben 18 Megawatt und auch Megawattstunden. Das ist ein 1C-System. Und wir bieten beide Hallen zusammen in der deutschen Primärregelenergie an. Die Primärregelenergie ist das kritischste Produkt im deutschen Strommarkt. Es ist dafür verantwortlich, die 50 Hertz stabil zu halten. Das Stromsystem muss ja immer ausgeglichen werden. Und ganz zum Schluss, wenn nichts mehr mit Planung und Börse und so weiter funktioniert, übernimmt es die Regelenergien. Und da sind Batterien zu ideal, weil sie in Millisekunden laden und entladen. Hier hörst du halt auch, wie laut es ist, weil die Inverter produzieren richtig Wärme und entsprechend auch Geräusche. Das hier ist die AC-Seite. Hier wird der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt übrigens. Ja, ihr habt es gesehen, da drin in der Halle, was waren das? 18 Megawattstunden Leistung. Wie viele Akkus nochmal insgesamt? 1332. Aber ihr habt ja nicht nur das, ihr habt ja insgesamt 4500 Akkus am Start in ganz Deutschland. Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Ah, okay. Das heißt, also wie viele Standorte habt ihr hier mit solchen Speicherkraftwerken? Wir haben hier einen Container. Wir haben in Frankreich, ich schätze mal, das sind so circa 50 Container, wenn ich es umrechne, vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben zwei große Hallen, wie wir sie gerade gesehen haben. Die andere ist nicht weit weg von hier, an einem alten Werkstandort. Mhm. Und wir haben ein ganz cooles Projekt sogar in der Amsterdam Arena. Dort liegen auch noch mal 52 Nissan Leaf Batterien, neue und gebrauchte. Und die haben wir deshalb dahin gebaut, dass die Arena kein Notstromaggregat kaufen musste, sondern die machen immer dann, wenn ein Fußballspiel ist oder ein Konzert, die Notstromversorgung, also sie stellen Backup-Power zur Verfügung, falls was passiert. Und zwar nicht wie früher nur so ein Dieselaggregat, so ein bisschen, sondern fürs ganze Spiel kann ich komplett aus diesen Batterien versorgen. Damit habt ihr also gezeigt, man kann mit Elektroautobatterien große Energiemengen puffern, speichern und auch zur Verfügung stellen und damit sogar noch Geld verdienen. Das ist aber ja gar nicht euer eigentlicher Plan, sondern ihr wollt ja im Prinzip, so wie ich es verstanden habe, die noch fahrenden E-Autos mit aggregieren. Das heißt, die E-Autos, die auf der Straße sind, die sollen im Prinzip auch so eine Funktion übernehmen eines Pufferspeichers. Wie kann ich mir das vorstellen? Beides. Natürlich machen wir die Batterien, wenn die nicht mehr gut genug fürs Auto sind. Also das baut hier weiter aus? Das bauen wir natürlich weiter aus. Okay. Und es hat auch ein Riesenpotenzial, weil ich die Ressource Batterie viel länger nutzen kann. Also im Sinne von Ressourcenvermeidung. Ja, Second Life. Man genau. Muss es nicht sofort recyceln. Und das, was wir bis jetzt als Feedback bekommen haben von den Automobilherstellern, gehen die davon aus, dass die Batterien noch gut 10 Jahre halten in so einer Anwendung. Das heißt, wir bringen auch sehr günstig sehr viele Speicher in ein immer erneuerbares Energiesystem und können damit was nutzen. Mhm. Aber es beginnt mit dem Auto. Ein Auto steht 23 Stunden am Tag. Und es beginnt auch erstmal nur mit dem Laden. Allein, dass ich dann lade, unidirektional, wenn es Sinn ergibt, also wenn viel Sonne scheint oder viel Wind im System ist, oder wenn das Netz nicht belastet ist, hat schon einen großen Wert. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich die Kapazität der Batterie auch nütze, je nach der Fasson des Kunden. Der eine gibt mehr her, der andere weniger. Ein kommerzieller Kunde vielleicht mehr, weil der das besser einschätzen kann, auch einen klaren Fahrplan hat. Ein Privatkunde vielleicht weniger und bekommt dafür dann auch noch eine Entlohnung. Und das Ganze natürlich, und darum üben wir hier sehr viel, dass wir das sicherstellen, ohne dass die Batterie altert. Wir haben ja jetzt 1 Million E-Autos auf der Straße, so rund, plus minus ein paar tausend. Das wächst ja weiter. Und du hast mal gesagt, glaube ich, in einer Pressekonferenz, dass diese Kapazität, die diese E-Autos haben, die übersteigt schon alle Pumpspeicherkraftwerke, die wir in Deutschland haben, an Gesamtkapazität. Also 2030, wenn wir die 15 Millionen schaffen,
toi, 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 hoffentlich, haben wir 17 Mal die Menge der deutschen Pumpspeicherkraftwerke ungefähr, die da sind, sowohl als flexible Last, also dann laden, wann es Sinn ergibt, aber auch entladen, wenn es teuer bezahlt werden muss, weil ich ansonsten fossile Kraftwerke anwerfen müsste. Die Idee dahinter ist also, dass ihr immer mehr fossile Kraftwerke quasi abschalten wollt durch eure Möglichkeit, regenerative Energie zu puffern. So sehe ich das, oder? Es geht darum, die fossilen, soweit es geht, wir werden immer, es gibt die sogenannte Dunkelflaute, noch irgendwelche Notlösungen brauchen, aber solange es geht, mit den Erneuerbaren klarzukommen, dann sie zu nutzen, wenn sie produziert werden, sie einzuspeichern und sie dann auch wieder herzugeben. Und wir sehen das ja, wir haben inzwischen 300.000 Heimspeicherbatterien, die Leute sich mit einer Solaranlage gekauft haben und in den Keller stellen. Die haben so im Schnitt 8 Kilowattstunden im Vergleich zum Elektroauto, was normalerweise mindestens eine 50 Kilowattstunden Batterie hat, ist das eine lächerliche Größe. Warum dann nicht das Auto nehmen und einstecken? Noch kann man ja nicht bidirektional laden, zumindest nicht in der Regel. Es soll jetzt ja demnächst kommen. Was wir hier gesehen haben beim Headquarter von NRW hier in Hagen, da gibt es, glaube ich, 4 Versuchssäulen, wo man Vehicle-to-Grid zurückspeisen kann. So sieht das übrigens aus. Ich bin jetzt hier bei dem Energieversorger NRW in Hagen und hier gibt es ein paar Teststationen für Vehicle-to-Grid. Das heißt, das sind nicht nur Ladesäulen, sondern das sind im Prinzip auch Entladesäulen. Das heißt, hier könnt ihr euer Auto anschließen und euren Strom wieder verkaufen. Der geht dann quasi ins NRW-Netz und wird wieder eingespeist. Das sind hier so 4 Säulen, mit denen kann man das testen. Mir fehlt bloß noch ein bisschen die Info, was man dann für Konditionen hat beim Verkaufen des Stroms und wie das Ganze abgerechnet wird. Aber auf jeden Fall gibt es hier schon mal ein paar Stationen, wo man sowas in der Praxis ausprobieren kann. Ja, und so sieht's aus, wenn ein Energieversorger seine Mitarbeiterparkplätze so nach und nach auf Elektromobilität umrüstet. Jeder Parkplatz bekommt eine Wallbox. Leute, das ist die Zukunft. Momentan ist aber die einfachste Lösung für euch natürlich noch das Laden von E-Autos. Das heißt, diese ganzen Ladevorgänge, die E-Autos ja haben, gerade zu Hause, die wollt ihr intelligent und smart machen. Dafür habt ihr ein Produkt entwickelt. Kannst du darüber was erzählen? Genau, das Produkt haben wir letzte Woche gelauncht, heißt Eyond, Beyond Smart Charging. Was bedeutet das? Wir nehmen die Kunden, die uns ihr Auto zur Verfügung stellen, für die Zeit, in der es geladen werden muss. Also ich sage, wenn ich nach Hause komme, mein Auto soll mindestens auf 30% geladen werden. Und ab da stelle ich Mobility House bis zum Beispiel dem nächsten Morgen oder dem übernächsten Tag oder bis zum Wochenende hin, es frei, mein Auto auf die nächsten, sagen wir, 90% zu laden. Und diese Zeit von 30% bis 90% nutzen wir, um das Auto intelligent zu laden. Was heißt jetzt intelligent laden für euch? Ich meine, ihr bestimmt dann sozusagen den Zeitpunkt, wenn Strom über die Wallbox ins Auto fließt. Und warum macht ihr das? Was habt ihr davon? Wo der plötzlich herkommt. Und das ist Landsberg am Lech. Gas, komm, gib Gas, gib Gummi. Entschuldigung, das stimmt. Okay, also, ja, was habt ihr jetzt eigentlich davon? Wir bekommen vom Kunden die Flexibilität dann und können überlegen, wann wir laden wollen. Das heißt, wir schauen in der Prognose, wann sind denn die grünsten, meistens dann auch die günstigsten Viertelstunden, beziehungsweise wann haben auch andere Marktteilnehmer dringend Bedarf, lastenlos zu werden, weil sie sich verspekuliert haben, weil sie zu viel haben. Und insbesondere bei diesen Fällen, und das nennt man dann nicht die Day-Ahead-Prognose oder den Day-Ahead-Markt, der schon 24 Stunden vorher klar ist, sondern es passiert kontinuierlich 5 Minuten, bevor die Kilowattstunde tatsächlich produziert werden muss. Da profitiert unser Kunde besonders viel davon. Und so erlösen wir ihm so im Durchschnitt pro Jahr 250 Euro. Also der Kunde bekommt sozusagen Geld zurück, wenn er über euer Eyond-Produkt smart lädt. Ist das richtig? Genau. Jede smart geladene Kilowattstunde wird in Flexcoin umgewandelt und so ein Flexcoin ist 10 Cent wert. Das heißt, für jede smart geladene Kilowattstunde, die der Kunde uns zur Verfügung stellt, spart er 10 Cent.
Okay, dazu muss ich aber E.ON-Kunde sein und einen Stromtarif bei euch abgeschlossen haben, genau. Richtig? Das ist leider noch so notwendig. Also man muss mit dem gesamten Haushalt wechseln. Der gesamte Haushalt hat einen ganz normalen Haushaltstarif. Der liegt so im oberen Drittel. Und also wir sind da nicht der absolut günstigste. Aber dadurch, dass du mit deinem Elektroauto die 10 Cent zurückverdienen kannst, überholen wir eigentlich fast alles, was so am Markt ist, wenn der Kunde die Flexibilität zur Verfügung stellt. Und das Geniale ist, er muss sich um nichts Gedanken machen. Einstecken, den Ladefahrplan einmal eingeben und ich muss nicht überlegen, ob ich jetzt waschen will oder ob ich jetzt kochen will und dann irgendwann den dynamischen Tarifen folgen, sondern wir kümmern uns darum. Wollte ich gerade fragen, es gibt ja die dynamischen Tarife, wo man eben auch quasi stundengenau sieht, wie günstig oder wie teuer der Strom ist und da seine Verbraucher entsprechend steuern kann. Das seid ihr nicht, sondern ihr habt einen festen Grundpreis. Nur ihr tradet sozusagen mit der Kapazität der Akkus, die ihr quasi dann bei euren Kunden bekommt, dadurch, dass die in einer App wahrscheinlich, nehme ich mal an, die E.ON-App, sagen, ich möchte von dann bis zu 90% oder x% vollgeladen sein. Und diese Zeitspanne könnt ihr nutzen, um mit diesem virtuellen Kraftwerk von Hunderten von Megawattstunden durch diese vielen Elektroautos quasi an die Börse zu gehen. Und das möglichst günstig minutengenau zu verticken. Richtig? Absolut richtig. Ich habe es verstanden. Super. Insbesondere geht es darum, dass wir festgestellt haben, natürlich gibt es Freaks, die setzen sich ganz toll mit dem Energiesystem auseinander und versuchen bis zum den letzten Cent rauszuholen. Ja. Aber es gibt auch ganz viele, die man jetzt erstmal an dieses Thema heranführen muss, die sagen, ich will mich jetzt nicht mit meinem Haushaltsverbrauch darum kümmern, da möchte ich einfach 12 Monate wissen, was ich zahle. Aber das mit dem Auto, das schaue ich mir mal an. Und dann brauchst du nichts anderes wie die App, wo du drauf gehst, wo du einstellen kannst, wie viel soll das Auto geladen werden, wenn du nach Hause kommst und das Auto einsteckst. Und wann soll es vollgeladen sein? Und diese Zwischenzeit nutzen wir, um möglichst günstig für dich zu laden und refundieren dir das über die Flexcoins bzw. dann übertragen 10 Cent minus pro Kilowattstunde. Kann ich die App denn schon so nutzen, ohne Kunde zu sein? Oder muss ich da zwingend einen Tarif abgeschlossen haben, glaube ich? Nein, du kannst die App auch einfach mal ausprobieren. Du kannst so tun, als hättest du das und würdest auch genau sehen, wie viel lädst du intelligent. Und kannst dann selber umrechnen, was hättest du gespart. Also bei mir sind es diesen Monat 25 Euro gewesen. Und es kommt noch was Cooles dazu. Im Sommer kannst du auch noch deine PV-Eigenverbrauch damit optimieren. Also da bleiben keine Wünsche offen. Das heißt, ich brauche auch keine zusätzliche Hardware. Das heißt, alles, was ich brauche, ist ein E-Auto, den Stromvertrag bei euch und die App. Und schon kann es losgehen. Das geht alles. Es geht sogar erstmal schon ohne Stromvertrag, wie gerade gesagt, los. Eine kleine Einschränkung ist, es geht noch nicht für jedes Auto. Wir steuern das Auto. Das heißt, es sind ungefähr 2/3 der Fahrzeuge, die momentan im Markt verfügbar sind, lassen sich ansteuern. Also wahrscheinlich je neuer der Wagen, desto eher ist der auch. Leider, die alte Zoe geht leider nicht. Okay. Auch der alte Nissan Leaf geht leider nicht. Jetzt ein Fahrzeug, was doch sehr häufig bei Kunden vor Ort steht. Es tut uns immer total leid, dass wir Kunden da enttäuschen müssen. Wir sind leider noch nicht so digital und ansteuerbar. Auch neuere Fahrzeuge teilweise noch nicht, aber da sind die Hersteller selber interessiert daran, dass das passiert. Da tut sich eigentlich kontinuierlich was und werden dann sukzessive immer mehr Autos integrieren. Also halten wir fest, das Mobility House macht stationäre Akkuspeicher, um die quasi Energiewende voranzutreiben. Ihr aggregiert in Zukunft ganz viele Elektroauto-Akkus und ihr wollt in Zukunft sogar wieder Strom von den Elektroauto-Akkus ins Netz speisen, wenn bidirektionales Laden mal richtig in Fahrt kommt. Mhm. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Wir haben jetzt ja bei 1 Million Elektroautos die Mehrzahl, die zu Hause laden können. Das ist ja eure Zielgruppe, eure Kundengruppe. Wenn jetzt viele Leute bis alle irgendwann vielleicht mal in 10, 20, 30 Jahren Elektroauto fahren, dann haben wir ja die Mehrheit Laternenparker. Das heißt, die sind eigentlich außen vor dann bei diesem E.ON-System. Oder habt ihr da auch eine Lösung? Also noch haben wir dafür keine Lösung. Ich glaube, es wird Lösungen für alle geben. Zu Hause, am Arbeitsplatz und irgendwann dann auch mal Laternenparker, außer an Schnellladestationen. Mhm. Aber natürlich, Laternenparker steht ja auch lange. Wäre schade, wenn es ungenutzt bliebe. Und wir haben ja gerade gesehen bei NRW diese Säulen dort, die Vehicle-to-Grid können. Das heißt, das sind ja klassische AC-Säulen gewesen. Natürlich sind das nur Versuchskisten. Aber wenn sowas technisch geht, kann man natürlich auch an der Laterne stehen und das
den Strom wieder zurück ins Netz speisen. Das wäre ja auch die Lösung, oder? Absolut. Ich glaube, wir müssen unseren Denkmuster so ein bisschen korrigieren. Das ist typisch deutsche Qualität, dass wir gleich schon die Probleme, die so bei den letzten 5 oder 10% auftreten, versuchen zu artikulieren, zu bedenken und zu lösen. Was wir hier machen, ist der erste Schritt. Ja. Ist das der perfekte Stationärspeicher? Also schau dir das an, da sind nur 4 Batterien drin. Hätte man jetzt Batterien von einem anderen Hersteller, würde man doppelt so viel unterbringen. Ist das schon die optimalste Lösung? Nein. Aber irgendeiner hat auch das erste Auto gebaut, was noch nicht perfekt war, und hat dann das zweite, das dritte gebaut. Und nur dann, wenn wir es tun, wird es besser. Und es wird halt leider bei wenigen zu Hause anfangen und dann, bis es richtig gut wird, auch in der Laterne landen. Ja, super Schlusswort. Also ihr seht, Leute, die Zukunft bei der Mobilität ist definitiv elektrisch. Die Lösungen sind im Prinzip da. Hier seht ihr die ersten Schritte dazu, wie sich das in Zukunft wahrscheinlich überall durchsetzen wird. Auch das Recycling von E-Auto-Akkus, das Thema ist im Prinzip gelöst. Aber wir sehen hier, selbst wenn die Akkus fürs Auto nicht mehr taugen, können die hier zu Tausenden in solchen Pufferspeichern eingesetzt werden. Und eine Sache habe ich noch, ist mir gerade eingefallen, wir dürfen nicht vergessen, wenn man bedenkt, was ist das so eine Größenordnung, 4500 Akkus, die ihr habt, das ist ja mehr oder weniger so eine Wochenproduktion, wenn es ganz schlecht läuft, von Tesla Grünheide. Das heißt, jede Woche fallen irgendwann in 15 Jahren so viele Akkus allein von einem Hersteller an in Deutschland. Jede Woche müssen 4.000, 5.000 Akkus irgendwo hin. Die müssen ja nicht sofort ins Recycling. Die können ja dann auch in einer Serienproduktion in solchen Containern oder in solchen Hallen untergebracht werden. Absolut. Verschwendete Energie. Absolut. Und wie du es gerade selber erlebst, mir fällt gerade ein, uns wird auf dem Weg in eine neue Technologie, in so einer Transformation noch ganz viel coole Dinge einfallen. Es funktioniert. Also wir können es mit Zahlen beweisen. Es ist nicht mehr irgendwie in Humbug oder irgendein Forschungsstudio, sondern das ist hier im Markt. Das muss das Geld verdienen, was hier die Investoren reingesteckt haben. Danke, Markus, dass wir miteinander sprechen konnten. Vor allem, dass du mir diese coole Location gezeigt hast. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und vor allem, euch hat es so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe sowas vorher echt noch nie gesehen, gerade auch in der Größenordnung. Also es war für mich wirklich umwerfend. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich Kanal abonnieren. Schaut auch mal bei The Mobility House vorbei, ladet euch die Eyond-App runter. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich. Ja, und wenn ihr es nicht gemacht habt, wie gesagt, Kanal abonnieren, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Servus.